Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zum Podcast Abnehmen ohne Stress. Mein Name ist Andrea und in diesem Podcast geht es um das Thema Abnehmen ohne Stress. Ich verrate dir hier meine besten Tipps aus über 15 Jahren Erfahrung, um erfolgreich und langfristig abzunehmen und Stress zu reduzieren. Sollst du noch nicht in unserer Facebook-Community sein, dann komm auf jeden Fall dazu, denn hier gibt es einmal die Woche einen Livestream von mir für deine Fragen und es erwarten dich immer viele tolle Tipps und Inspirationen für deinen fitten und entspannten Lifestyle. Und jetzt legen wir los mit der heutigen Folge. Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du die Faschings- oder Karnevalstage auch gut überstanden hast. Und heute ist Aschermittwoch und es beginnt die Fastenzeit. Für viele ist das immer ein Punkt, wo sie sagen, ich beginne jetzt mich ab sofort wieder mehr auf mich zu konzentrieren, auf meine Ernährung zu konzentrieren. Ich möchte abnehmen, ich möchte dieses, ich möchte jenes verändern. Und vielleicht gehörst auch du zu den Leuten, die sagen, ja, das trifft auf mich zu und ich möchte da auch gerne etwas verändern. Wenn dem so ist, dann habe ich eine kleine Überraschung für dich. Denn ich habe mir für dich etwas überlegt und möchte dich die nächsten 30 Tage etwas unterstützen. Ich habe nämlich einen kleinen Trainings- oder Workout-Guide zusammengestellt. Es ist so eine kleine 30-Tage-Challenge, die du dir kostenlos downloaden kannst. Und zwar sind da unterschiedliche Übungen drauf erklärt, wo du jeden Tag ein kleines Workout für dich hast und somit deinen Körper fitter machen kannst. Wenn du dieses Workout haben möchtest, dann schau mal in die Shownotes, denn dort habe ich dir verlinkt, wo du das Ganze bekommst. Und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst, dann komm auf jeden Fall in unsere Facebook-Community. Da bekommst du von Gleichgesinnten und von mir viel Tipps und Inspiration. Und da möchte ich dich gerne unterstützen auf deinem Weg, einfach ja entspannt zu werden im Alltag, dein Wunschgewicht zu erreichen. Und auch den Link zur Gruppe findest du in den Shownotes. Ansonsten einfach mal bei Facebook unter den Gruppen suchen, Abnehmen ohne Stress und dann wirst du ganz schnell fündig. Und ja, kommen wir zur heutigen Folge. Heute habe ich eine Interviewpartnerin mit am Start. Die letzten Male war es ja immer eher so, dass ich mir Herren dazu geholt habe. Aber heute habe ich die liebe Sina vom Podcast Komm aus dem Quark zu Gast. Und ja, worüber wir so gequatscht haben, das erfährst du jetzt in den nächsten 20 Minuten. Und ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Spaß. Herzlich willkommen wieder zu einer neuen Podcast-Folge und heute habe ich seit langem mal wieder eine weibliche Interviewpartnerin zu Gast. Ich freue mich sehr, denn die letzten Male hatte ich irgendwie immer nur Herren zu Gast und deshalb freue ich mich umso mehr, dass die liebe Sina heute zu Gast bei mir ist. Sina, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, hallo liebe Andrea und alle an alle Hörer ein herzliches Hallo. Ja, sehr schön. Sina, erzähl doch mal kurz, wer bist du, wo kommst du her, was machst du so? Ich lasse das immer gerne meine Interviewpartner selber erzählen, weil ich sonst ja mal was vergessen würde und dann ist es mal besser, wenn sie selber erzählen. Also los. Ich gebe jetzt auch keine Garantie, dass ich nichts vergesse, aber ich beginne mal mit meiner Leidenschaft. Und zwar bin ich Personal Trainerin und das wirklich aus Leidenschaft, aber auch Coach. Also da nenne ich mich eher Gesundheitscoach. Da helfe ich Menschen aus dem Quark. Also das ist auch so meine liebevolle Aufforderung, komm aus dem Quark, die ich im Personal Training benutze oder auch, ja, um für Bewegung zu inspirieren. Und ich komme aus Braunschweig, aus Niedersachsen. Da bin ich jetzt kürzlich wieder hingezogen. Ich hatte ein paar Stationen, war zwischenzeitlich auch mal in Bayern, bei dir ganz in der Nähe und im Ausland und bin jetzt wieder in meine alte Heimat zurückgezogen und fühle mich hier ganz wohl. Und ja, ich begleite Menschen aus dem Quark, den Wiedereinstieg ins Training zu finden. Den möchte ich gerne mit Menschen wieder leichter machen.
Das klingt doch super. Sehr gut. Ja, da teilen wir ja beide so eine kleine Leidenschaft, ne? Nämlich Menschen zu motivieren, Menschen zu einem gesünderen und bewegteren Lifestyle zu motivieren. Definitiv, genau. Ich denke, es ist einfach so eine Einstellungssache oder auch eine Eigenverantwortung, die ich einfach gerne vermitteln möchte, so dass es zum einen Spaß machen darf, sich um seinen Körper zu kümmern, dass man natürlich da auch ganz viel zurückbekommt, umso mehr man investiert. Und dass es aber auch einfach dazugehört zum Leben, dass man da eine Eigenverantwortung übernimmt und sich um seine Bewegung kümmert, um seinen Körper, auf die Ernährung mal schaut, aber auch ganz viel im Kopf und mentale Aspekte berücksichtigt. Ja, auf jeden Fall. Bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurz für unsere Hörer. Wir haben uns kennengelernt im November auf der FIBLOCO, der Fitness-Blogger-Conference in Hannover. Und ja, da ist unser Kontakt entstanden und ich war, ich glaube, letzte Woche war es bei der Sina schon im Podcast zu Gast. Die Sina hat nämlich auch einen Podcast, da sprechen wir gleich noch drüber. Und jetzt habe ich gedacht, hole ich mir die Sina auch mal zu mir und möchte mit dir jetzt heute als erstes wirklich mal über das Thema Motivation sprechen. Hast du eine Idee, woran das vielleicht liegen könnte, dass viele Menschen sich so schlecht selber motivieren können? Ja, also da gucke ich auch manchmal gerne bei mir, denn auch wenn ich Personal Trainerin bin, ist das ja nicht so, dass ich jeden Tag bei mir vor Energie sprühe und denke, okay, ich könnte den ganzen Tag nur laufen und Training machen, sondern ich merke ganz stark, bei mir ist die Motivation sehr hoch, wenn ich ein konkretes Ziel habe und zwar wirklich ein Ziel für mich definiert habe, was mich so richtig ankickt. Also nicht so, ja, ach, ich könnte mal wieder einen Halbmarathon laufen, das war aber wirklich so gerade bei mir rum, aber das merke ich, das kickt mich gar nicht an. Also das holt mich gerade nicht aus dem Quark und das motiviert mich nicht. Und da finde ich, ist immer so der erste Schritt, mal ein Ziel zu definieren. Und da dürfen wir auf zwei Aspekte bei der Zielfindung gucken. Einmal, wie attraktiv bewerte ich dieses Ziel? Also wie attraktiv auf einer Skala von 1 bis 10 ist das? Wenn ich das jetzt mal beim Beispiel Halbmarathon für mich bewerte, würde ich sagen, ja, eine 6. Also ich bin jetzt schon mehrere Mal Halbmarathon gelaufen, finde ich jetzt zwar wieder nett mal, weil es länger nicht war, aber gibt mir jetzt auch nicht so einen Kick, dass ich sage, es wäre eine 10. Also attraktiv 6. Und die zweite Sache, die ich dann abfrage, ist die Erreichbarkeit. Für wie erreichbar hält man eigentlich sein Ziel, was man sich gesetzt hat? Denn das ist ja ganz viel mit Motivation gekoppelt. Wenn ich schon merke, das wird sowieso nichts, dann komme ich meistens auch nicht aus dem Quark. Halte ich es aber für relativ erreichbar, dann ist so diese, ja, das Interesse da, die Suche nach, okay, wie kann es gehen? Wer kann mir helfen? Was fehlt mir an Know-how? Wer kann mich begleiten? Ja, Erreichbarkeit darf man dann auch wieder auf so einer Skala 1 bis 10 einordnen. Die Erreichbarkeit für mich im Halbmarathon, ja, würde ich jetzt sagen, ist eine 8. Mhm. 8 mal 6 sind 48. Alles unter 50 ist eigentlich nur ein Wunsch. Ist kein Ziel, ist nur ein Traum. Also ich glaube, dann ist die Motivation noch zu gering. Und so dürfen wir uns selber immer so ein bisschen überprüfen mit der Attraktivität und der Erreichbarkeit, ob das was ist, was uns ankickt. Und das brauchen wir definitiv, um hoch motiviert zu sein oder überhaupt, um in Bewegung zu kommen, um uns zu kümmern. Spannend, kannte ich jetzt auch noch nicht so, diese Attraktivität und Erreichbarkeit, diese Formel quasi. Ja, ist eine gute Sache, muss ich mir auf jeden Fall merken. Ja, gerne. Sehr schön. Und ja, du hast jetzt schon ein paar Mal diesen Namen erwähnt, komm aus dem Quark. Das ist ja wirklich etwas, was sich viele auf die Fahne schreiben können, weil für viele ist es einfach schwierig, sich selber zu motivieren. Das haben wir ja gerade immer so zum Jahresbeginn, ist es immer so, dass viele dann sehr, sehr motiviert sind und sagen, hey, und jetzt nehme ich endlich ab und jetzt fange ich endlich an und ernähre mich gesünder oder ich baue mehr Entspannung in mein Leben ein, was auch immer. Hast du 3 Tipps vielleicht auf Lager für unsere Hörer, Hörerinnen, wie sie am Ball bleiben können, wie sie ja sich selber immer wieder motivieren können, wenn sie vielleicht wirklich gerade jetzt so in dieser Zeit mal eine Phase haben, wo die Motivation nach unten sinkt? Ja, also für mich, was ich auch immer meinen Klienten mitgebe, ist, such dir ein richtiges Umfeld, such dir richtige Begleiter, die dich mitziehen und mitsaugen. Und ich glaube, wenn wir uns ein sportliches Umfeld kreieren, dann sind wir
ja, ist die Chance, dass wir dranbleiben, einfach höher, weil wir sehen, okay, der oder die macht was oder wir verabreden uns mit jemandem oder wir suchen uns andere Vorbilder. Also ich glaube, einmal dürfen wir in unserem Umfeld gucken, wen haben wir da, wer ist aktiv, wer kümmert sich um seinen Körper, wer hat einen gesunden Lifestyle gefunden, an denen dürfen wir uns ein bisschen mehr hängen. Wenn wir jetzt keinen im direkten Umfeld haben, dann kann man sich natürlich auch Leute suchen, die ein bisschen weiter weg sind, wobei das meiner Erfahrung nach nicht so richtig gut funktioniert. Ja, oder man holt sich wirklich mal für eine Zeit lang einen Trainer oder einen Coach an die Seite und merkt diesen Rückenwind, den man dann auch einmal kriegt, wenn man die richtige Begleitung hat. Mhm. Ja, das ist auch zum Dranbleiben wichtig, glaube ich. Ja. Ja, dann ist natürlich Dranbleiben, da denkt man immer, man ist so auf einem Niveau. Beim Dranbleiben muss man jeden Tag immer irgendwie oder auf einem gewissen Niveau immer Vollgas geben. Und ich glaube eher, beim Dranbleiben dürfen wir uns auch wieder auf die Pausen konzentrieren und wirklich Sachen suchen, die uns entspannen. Also nicht nur Entspannungstechniken kennen, sondern vor allem auch anwenden. Thema Regeneration mal wieder in den Fokus holen. Sachen wieder machen, die einen gut tun, die einen aufladen, Akkus aufladen, sowas gehört auch zum Dranbleiben. Also Dranbleiben heißt nicht immer jeden Tag nur einen Trainingsplan abarbeiten und immer nur auf das Ziel gucken, sondern auch so die Ruhephasen mitnehmen. Ja. Und ja, einen dritten willst du auch noch. Frage hast du, lassen wir zwei. Ja, ich würde sonst sagen, das Mindset, also so die innere Einstellung, finde ich halt, die ist generell enorm wichtig, die Einstellung zum eigenen Körper, die Einstellung zu dem Vorhaben und auch so diese Zielvision, wo soll es hingehen? Also so ein wirklich tatsächliches Bild sich im Kopf zu kreieren, oder manche machen das ja auch so als Vision Board für die Wand, aber ich glaube, wenn wir es schon mal im Kopf sehr klar haben, wie sich das anfühlt, wo wir hinwollen, was wir dann machen, mit welchen Möglichkeiten wir dann auf einmal wieder in Kontakt kommen, wenn wir das klar haben, dann hilft das auch sehr beim Dranbleiben. Ja, das finde ich auch immer ganz wichtig, wirklich ein Ziel zu haben, eine Vision zu haben und sich das vielleicht wirklich irgendwo aufzuschreiben oder irgendwo hinzuhängen, dass man sich das einfach immer wieder ins Bewusstsein holt. Ja, oder mit einem alten Foto verbinden oder mit irgendeiner Erinnerung oder irgendeinem Symbol, was man in seinem Alltag häufig sieht oder in den Händen hat. Ja. Ja, super. Das waren doch drei schöne Impulse von dir. Sehr gut. Was gehört denn für dich zu einem gesunden Lifestyle dazu? Wir haben ja jetzt am Anfang beide so ein bisschen gesagt, wir möchten gerne Menschen inspirieren, einen gesunden Lifestyle zu kreieren. Und was sind für dich so Merkmale eines gesunden Lifestyles? Ja, schöne Frage, weil das ist für mich wirklich so das A und O, denn ich bilde keine Top-Sportler aus oder ich mache auch kein Cover-Model für die Fit for Fun, sondern ich möchte tatsächlich für Gesundheit und Bewegung inspirieren und motivieren. Und ich glaube, das Gesündeste, was wir machen können, ist unseren Alltag durch viel Alltagsbewegung zu unterbrechen. Also damit meine ich vor allem die Sitzzeiten. Ich ertappe mich selbst auch immer wieder, gerade wenn ich so Bürotage habe, wie viel ich dann doch sitze am Schreibtisch, im Auto, irgendwie beim Essen, beim Telefonieren und jetzt hier beim Podcast aufnehmen, ich sitze. Und wenn wir es schaffen, diese Sitzzeiten zu minimieren und regelmäßig einfach zu unterbrechen, zu sagen, okay, spätestens nach einer halben Stunde stehe ich auf, wenn ich zu Hause bin, renne ich die Treppen 5-mal hoch und runter, wenn ich bei der Arbeit bin, dann gehe ich einfach zum Kollegen oder ich gehe einmal um den Block. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den wir uns ins Leben holen dürfen, in einen gesunden Lifestyle Sitzzeiten zu unterbrechen. Zweiter Punkt ist rausgehen, Licht und Luft tanken. Jetzt hier in der Winterzeit ist einfach der Lichtmangel, der ist da. Aber und ich weiß, mir fällt es auch schwer, jetzt rauszugehen, aber das ist nachher der Schlüssel, regelmäßig ins Licht zu gehen. Zum einen das Thema Vitamin D, das kriegen wir jetzt im Winter zwar nicht ganz so doll, aber wir brauchen auch das Licht über die Augen als Stimmungsmacher. Wir müssen unserem Körper sagen, ja, es ist Tag, es ist Zeit für Aktivität. Das geht nur übers Licht und da dürfen wir einfach raus, Augen auf, Licht tanken, über unsere Nerven das aufnehmen, ins Gehirn leiten und sozusagen den Biorhythmus auch auf Aktivität stellen. Ja, und wenn wir den auf Aktivität stellen, dürfen wir den natürlich am Abend auch auf Schlafen stellen. Und das wäre so der dritte Impuls für einen gesunden Lifestyle, eine gute Schlafumgebung kreieren, eine gute Schlafqualität fördern. Also abends elektronische Geräte schon mal eine Stunde bevor ich ins Bett gehe, meide, dann vielleicht auch nicht so diese ganz helle LED-Beleuchtung anmachen, sondern da mal runterdimmen, schon mal den Körper so ein bisschen in das Schlafhormon Melatonin bringen, also dass der anfängt, das zu aktivieren.
sich so zur Ruhe bringen und dann eine gute Schlafumgebung in der Dunkelheit ohne elektronische Geräte, das dürfen wir uns dann auch noch gönnen, um für einen gesunden Lifestyle. Ja, ich glaube, das ist heutzutage eh ganz, ganz wichtig, weil wir ja fast den ganzen Tag immer mit irgendwelchen elektronischen Geräten umgeben sind. Ja, also viele von uns, ich schließe mich da nicht aus, haben das Handy ja fast den ganzen Tag immer bei sich. Und da müssen wir uns bewusst wirklich mal Auszeiten nehmen, das Handy auch wirklich mal wegzulegen. Also ich achte da mittlerweile wirklich drauf, dass ich da sage, so, und jetzt mal eine handyfreie Stunde, eine handyfreie Zeit oder vielleicht auch mal einen handyfreien Vormittag oder einen handyfreien Tag. Und das fällt einem natürlich nicht immer leicht, weil wir uns da einfach so dran gewöhnt haben. Ja, kenne ich auch. Und es gibt ja diese schöne Funktion beim Smartphone, zumindest habe ich die jetzt kürzlich bei mir erst richtig entdeckt, diese Zeitkontrolle, also dass man sich selber limitieren kann, wie viel Zeit man pro Tag auch mit dem Handy verbringt und danach schaltet das Ding aus, beziehungsweise sagt, okay, wenn man will, kann man jetzt nochmal 15 Minuten mehr aktivieren oder man kann auch sagen, heute gibt es kein Limit, aber man wird zumindest mal visuell erinnert, ach shit, ne, war heute doch irgendwie, ist ja jetzt schon rum die Zeit, aber es ist gerade 12 Uhr. Ja, also da darf man sich manchmal auch selber so kleine Mechanismen setzen, um sich bewusst zu machen, was man eigentlich so den ganzen Tag macht, zu besitzen, mit dem Smartphone. Auf jeden Fall, genau. Als nächstes möchte ich gerne mit dir einmal über das Thema Abnehmen sprechen. Mein Podcast heißt ja Abnehmen ohne Stress und wir haben ja bei dir über das Thema Laufen und Yoga gesprochen und ich möchte jetzt gerne so ein bisschen das Thema Laufen. Wie siehst du es, das Laufen als Tool zum Abnehmen zu nutzen? Das ist eine spannende Frage. Also ich habe beide Erfahrungen gemacht oder beobachtet bei Klienten. Ich hatte Klienten, bei denen war Laufen wirklich der Schlüssel zum Abnehmen. Da hat das funktioniert, die Kombination mit Laufen und das Achten auf die Ernährung. Und dann habe ich auch immer mal wieder Klienten erlebt, die gesagt haben, das Laufen, das strengt mich derart an. Ich habe danach so einen großen Energiebedarf, dass sie ja dann einfach viel mehr gegessen haben, als sie tatsächlich brauchen, weil dieses Laufen oder die ganze Bewegung war so übermäßig anstrengend. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur beim Laufen ist, das beobachtet man, glaube ich, auch überhaupt bei Menschen, die erstmal in Bewegung kommen, die dann einen erhöhten Energiebedarf haben und die jetzt manchmal nicht so genau dosieren können. Aber ja, Laufen halte ich generell erstmal als eine schöne Bewegung, um abzunehmen, um den Körper einem erhöhten Grundumsatz dem beizubringen. Ja, weil Laufen einfach überall machbar ist, es ist einfach, es ist eine natürliche Bewegung und dann darf es natürlich gerne auch mit Krafttraining gekoppelt sein. So Laufen alleine ist jetzt vielleicht nicht der Abnehmen-Booster, ist ein gutes Unterstützungstool, aber um das Krafttraining herum kommt man eigentlich nicht, wenn man Gewicht reduzieren möchte. Ja, das sehe ich auch so. Das ist also ganz wichtig, auf jeden Fall Krafttraining mit einzubauen, weil das ja letztendlich auch das ist, was unseren Körper formt. Ne, durch die Muskulatur erreichen wir ja einfach straffe Arme, einen knackigen Po, straffe Beine. Und das passiert leider nicht alleine nur durchs Laufen. Nee, genau, leider nicht. Also ich mag beides, ich mag auch die Kombination. Aber ich finde, beim Muskeltraining ist es so schön zu wissen, dass die Muskulatur ja auch Hormone produziert, dass die für die Stimmung verantwortlich ist. Die Muskeln, die schützen uns. Also einmal natürlich physisch, körperlich, aber auch psychisch. Also so, weil die Hormone bilden und es ist einfach wie so eine Versicherung, eine gute Muskulatur zu haben. Und deswegen sage ich auch immer ganz klar, Muskeltraining nicht vernachlässigen. Das ist immer ein wichtiger Fokus. Und dann darf man sich so Ergänzungen suchen, die einem Spaß machen. Das ist vielleicht Yoga, vielleicht Laufen, vielleicht eine Runde schwimmen gehen oder spazieren gehen. Mhm. Aber ein Großteil der Basis ist immer noch das Krafttraining. Ja, sehr gut. Sehe ich auch so. Und wie sieht es bei dir selber so mit dem Thema Entspannung aus, Sina? Achtest du selber, weil du bist ja jetzt, sag ich mal, als selbstständige Personal Trainerin, ich kenne es ja selber, wir haben ja schon immer viel um die Ohren, ne, und oftmals auch, ja, den ganzen Tag und du machst ja dann auch noch deinen Podcast und achtest du selber auf deine Entspannung beziehungsweise deine Work-Life-Balance? Ja, also achte ich drauf. Ich habe mir so ein paar Sachen notiert, beziehungsweise da weiß ich, okay, die funktionieren gut für mich, die bringen mich schnell runter. Das ist zum einen der Kontakt mit der Natur. Ich bin unheimlich gern im Wald und ich habe jetzt auch gerade das große Glück, dass ich jetzt hier, nachdem ich ja im Sommer nach Braunschweig gezogen bin, auch einen Wald direkt vor der Tür habe. Und
Da merke ich immer wieder, sobald ich da länger unterwegs bin und dann gerne auch einfach nur spazieren gehen. Also das muss jetzt gar nicht Sport sein, weil das ist dann manchmal auch, wenn ich so wirklich so aufgewühlt innerlich bin, dann würde Sport mich da eher noch mehr stressen. Also manchmal, ist nicht immer so, aber es darf dann wirklich auch gerne mal ein Spaziergang sein. Also Natur tut mir unheimlich gut. Ich bin ein geselliger Mensch. Also ich brauche dann auch manchmal wirklich einfach reale Menschen, ganz viel um mich und suche dann den Kontakt und schalte dann wirklich alles auf offline, weil dieses reale Leben, da merke ich, das entspannt mich. Ja, oder auch so klassische Sachen wie Sauna, so Wärme finde ich auch immer total schön und sehr entspannend. Also ja, dann einfach mal einmal in die Sauna setzen und so einen schönen Abend in Wärme verbringen. Ja, super. Ja, das klingt gut. Ja, Natur finde ich in der Tat selber auch sehr, sehr entspannt. Also ich liebe es auch echt, spazieren zu gehen. Und wenn ich jetzt draußen bin, vor ein paar Jahren war das wirklich noch, dass ich dann auch immer gesagt habe, ich gehe joggen. Aber mittlerweile finde ich es einfach echt irgendwie viel schöner, spazieren zu gehen. Mhm. Weil man das, ja, weil wie du selber auch schon gesagt hast, draußen zu sein und zu joggen, joggen ist ja in dem Sinne dann auch wieder Stress. Zwar positiver Stress für den Körper, aber du kommst dadurch ja jetzt nicht so runter, als wenn du jetzt spazieren gehst. Ja, das habe ich auch gemerkt. Einfach dieses Tempo, also diese Entschleunigung, die man einfach durchs Gehen hat, im Gegensatz zum Joggen, also dieses Langsame, man nimmt Sachen bewusster wahr, man sieht doch mal irgendwas am Wegesrand oder was ich halt auch gerne mache, dass ich mal einen Podcast draußen höre und weil es mir manchmal einfach schwerfällt, so von 100 auf 0, also ich kann nicht einfach in den Wald gehen und sagen, so jetzt musst du entspannen, also es passiert ja auch nicht auf Knopfdruck und manchmal ist ja einfach auch diese Reduktion von Reizen, von Geräuschen, von Geschwindigkeit dann zu viel und dann dosiere ich das manchmal, indem ich einfach erstmal spaziere und einen Podcast höre, dann bin ich also nicht so völlig im leeren Raum, sondern reduziere einfach die Reize und dann kommt man so langsam runter und dann gibt es auch wieder Tage oder Momente, wo ich sage, nee, jetzt will ich echt mal komplett Ruhe und gar keinen und auch keinen Podcast hören, sondern einfach nur ich und der Wald. Also ja, immer so ein bisschen tagesformabhängig. Aber die Dosis darf man so ein Stück weit reduzieren, nicht von voll auf nichts, irgendwo sich dazwischen einpendeln. Mhm, ja, super. Ja, jetzt haben wir über das Thema so ein bisschen Abnehmen gesprochen, über das Thema Entspannung, Work-Life-Balance. Jetzt möchte ich noch einmal auf dich und auf das, was du machst, eingehen, und zwar auf deinen Podcast. Bei dir geht es ja wirklich um das Thema Komm aus dem Quark. Wie oft kommt dein Podcast raus? Was erzählst du da den Leuten so ein bisschen? Ja, vielleicht magst du da mal kurz was drüber uns verraten. Na klar, also der Podcast heißt auch Komm aus dem Quark, also über das, was wir die ganze Zeit sprechen. Den gibt es bei iTunes und mit allen anderen Apps auch. Und der erleichtert den Wiedereinstieg ins Training. Also es ist für Hörer gedacht, die sagen, okay, ich hatte mal eine Zeit, da war ich total aktiv, da habe ich viel gemacht. Dann kam irgendwie das Leben dazwischen, dann kam Familie, Umzug, Hausbau, das Business war im Vordergrund, Karriere. Und dann kommt ja irgendwann so ein Zeitpunkt im Leben, wo man sagt so, nee, so kann es nicht weitergehen. Ich muss mal wieder ein bisschen mich um mich kümmern. Und genau für die ist dieser Podcast gedacht. Also es gibt Trainingsinspiration, aber es gibt auch ganz viel gesundheitliche Themen. Ich habe auch eine Ausbildung zur Therapeutin und teile da wirklich auch so Lifestyle-Tipps. Es geht viel um Gesundheitsthemen. Vor Weihnachten gab es aber auch mal eine Serie, da gab es einen Trainingsplan für einen 5-Kilometer-Lauf, der ist auch noch online, da könnt ihr mal reinhören. Das ist ein 12-Wochen-Plan gewesen, da kann man sozusagen in 12 Wochen 5 Kilometer in 34 Minuten laufen und ja, so ist es ein Mix. Es gibt Solo-Folgen, da spreche ich allein und dann habe ich auch immer wieder inspirierende Gäste, so wie dich letzte Woche. Es ist also ein bunter Mix und jeden Sonntag gibt es eine neue Episode. Das ist eigentlich auch recht kontinuierlich, bis im Sommer und Winter mache ich manchmal eine Pause, aber sonst ist das sehr verlässlich. Ja, schön, das klingt super. Hast du auch eine Webseite, Sina, wo dich die Hörer finden können? Genau, ja. Die ist einfach mein Name, sinawillmann.de, alles zusammengeschrieben. Ja, da findet man so ein paar mehr Sachen, was ich anbiete. Da findet man auch den Podcast, wenn man jetzt das nicht über eine App hören möchte. Dort kann man auch, da ist ein Shop, da kann man sich ein Komm aus dem Quark T-Shirt oder eine Sporttasche bestellen. Wenn man sagt, ja, dieser Slogan, der inspiriert mich auch, dann legt euch ein T-Shirt zu. Manchmal ist das ja einfach auch so ein Anker und eine Erinnerung, wenn man so ein Shirt im Schrank hat.
Ja, sehr cool. Ja, das verlinken wir natürlich alles in den Shownotes. Auch noch dein Instagram- und Facebook-Account und wo du überall vertreten bist. Ja, das war es. Genau, nur die beiden Kanäle noch. Genau. Ja, packen wir alles mit rein. Gut, Sina, hast du denn noch irgendwas, was du unseren Hörern, Hörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? Ach, geht euren Tempo. Also lasst euch nicht stressen. Also ich weiß das selber, dass man ja oft rechts und links guckt und dann so die eigene Leistung so klein macht. Und gerade bei dem Wiedereinstieg ins Training zu finden oder bei dem Weg in Bewegung zu kommen, ist es ganz wichtig, bei sich zu bleiben, beim eigenen Körpergefühl. Also hört, was euer Körper gerade braucht, was machbar ist und blendet den Rest aus. Dann wird das ein richtig schöner Weg. Ja, super. Das waren doch ein paar schöne Schlussworte. Dann ja, danke ich dir, liebe Sina, für deine Zeit, für deinen Input hier im Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Danke dir auch, liebe Andrea. Und ja, euch, lieben Hörerinnen und Hörern, wünschen wir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich schicke heute mal fitte Grüße von Mallorca und nicht von München. Und die Sina grüßt aus Braunschweig. Niedersachsen, Braunschweig, yes. Yeah. Gut. Dann also einen tollen Tag euch noch und bis dann. Ciao, ciao. Ja, das war die Folge mit der lieben Sina. Und ich wollte dich nur noch mal kurz daran erinnern, wenn du sagst, du möchtest die nächsten 30 Tage gerne etwas verändern, möchtest mehr für deinen Körper tun, dann habe ich ein kleines Geschenk für dich. Den 30-Tage-Workout-Guide oder den 30-Tage-Workout-Guide Challenge, die du dir kostenlos herunterladen kannst. Den Link zum Download findest du in den Shownotes und wenn du noch mehr Unterstützung brauchst, dann komm in unsere Facebook-Gruppe Abnehmen ohne Stress. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und schicke dir fitte Grüße aus München, deine Andrea.